So, herzlich willkommen zu Ollis Flugsimulator-Kanal. Heute mal nicht in der Luft, sondern im Weltraum. Wir wollen heute mal Star Wars Squadron anzocken. Und das erste, was wir machen, ist, wir schauen uns mal die Kontrahenten an. Dazu gehen wir hier in das Anpassen-Menü. So, wir sind hier bei den Rebellen und gucken uns jetzt mal den X-Wing an. Etwas aus der Nähe, mit seiner Kanone. So gefällt er mir. So, mal von hinten anschauen. Mit seinen Triebwerksaggregaten. Was kann man da anschauen? Oh, da kann man von oben anschauen. Sehr schön. Oh, ich habe ja Füße. Sehr schön. Gut. Gehen wir mal woanders hin. Verlassen. Nee, will ich nicht. Ich will jetzt mal wieder hier hingehen. Und dann mal ins Cockpit springen. Das sieht natürlich klasse aus. Mal kurz die Sicht ein bisschen zentrieren hier. Wow. Warte. Flightstick. Pedale. Sieht so aus, als ob er welche hat. Aha. Instrumente sehen ein bisschen heruntergekommen aus hier. Ist auch mal ein älteres Kaliber, das Teil hier. Was haben wir da noch Schönes? Oh. Eine Taschenlampe? Sieht ja gut aus. Und hier Verschluss. Visier. Ein paar Leitungen. Ist ja enorm. Oh, eine R2-Einheit. Ist auch schon drin. Wow. Ich muss schon sagen, das sieht ja alles super aus hier. Todesstern, ich komme. Super. Ist ein bisschen abgefragt hier, aber gut. Da hinten stehen noch andere. Aha. Ich bin sehr beeindruckt. So. Jetzt wieder zurück. Verlassen. Gut. So, jetzt gehen wir mal zu den Kontrahenten. So, hier haben wir den schönen Hangar des Imperiums. Wow. Man kann sich hier ein bisschen mit der Maus umschauen. Imperiale R2-Einheiten, aha. Das ist gut. Eine arbeitet, einer kontrolliert. Naja. Das muss ein Schwabe sein. Und so sauber. Hier. Ich habe auch Füße. Alles so dunkel. Naja, dann schauen wir uns den TIE Fighter mal an hier. Auf seinem Gestell. Mhm.
So wie wir sie kennen. So. Aha. Jetzt mal in den Cockpit springen. Okay. Ist jetzt ein bisschen spartanisch. Diese komischen Dinger, da kenne ich jetzt nicht. Was ist denn das? Auf der Seite haben wir auch welche. Oben nochmal eine Luke. Kann man rausschauen. Ansonsten ist nicht so viel drin hier. Im Gegensatz zum X-Wing ist das hier auch ein Closed Area Support Fighter. Oder auch ein Kurzstrecken Fighter. Naja. Oha. Ich sehe irgendwie kopflos aus. Naja. Da hinten hat noch eine Tür, ein Shot. Okay. Sieht ein ganz klein wenig, ja, so aus, als hätten sie sparen müssen. Aber bei der Menge, die sie gebaut haben, mussten sie sparen. Gut. Dann verlassen wir das gute Stück mal hier. So, Hangar verlassen. Und jetzt schauen wir mal, was wir machen. Achso, jetzt bin ich woanders. Jetzt zurück. So. Dann fangen wir mal an mit dem Training. Was haben wir denn da? Weltraumgefechte sind zu, Flottenkämpfe, das ist alles Multiplayer. Ich bin im Moment offline. Dann gehe ich hier mal Übungen. So, Fraktion. Beginnen wir mal mit dem Imperium. So, mal schauen, was wir da machen können. Okay, wird nicht gespeichert, okay. Passt dein Schiff an, brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir wollen starten. Und geht los. Hui, alles dunkel. So, jetzt sind wir drin. Geben ein bisschen Gas hier. Und schauen mal. Erstmal hier ein bisschen rumfliegen, ne? So, also. Nach links. Nach rechts. Oben. Unten. Funktioniert. Rollen habe ich auf meine Pedale gelegt. Funktioniert auch hervorragend. So, schauen wir uns mal unseren Sternzerstörer hier an. Oh, da haben wir eine schöne Kanone. Jetzt sind wir gerade in das Feld eingedrungen. Wie können Sie es wagen? Hoppala. Ich bin neu, ich darf das. Das sieht aber super aus hier.
Machen wir eine geschmeidige Kurve hier an den Geschützen vorbei. Ranrollen. Wow. Immer ein Riesenteil hier. Kommen wir zum Brückenaufbau. Das ist hier das Schild, das blaue. Diese blaue. Himmel sieht auch gut aus. Der Sternhimmel. Okay. Oha, das sind die Triebwerke, da wollen wir nicht reinfliegen. Das wäre heiß. Wow. Das sieht doch cool aus, hä? Geben wir mal hier ein bisschen Gas. Was für ein Trümmerfeld, machen wir mal ein bisschen hier. Schießen können wir mit der Kanone, gut. Was haben wir noch? Rakete, da haben wir mal keine Ziele dafür. Ah ja, Abwehrmaßnahmen. Ab dafür. Vollgas. Eindrehen und los geht's. Das nehme ich aber meinen Schrottplatz hier. Upala. Das wäre fast kaputt. Ah, hier habe ich eine Reparaturzone. Und ich bin repariert worden. Jawohl, ja. Und weiter geht's. Einfach nur mal rumfliegen hier. Ohne viel Theater. Das sieht aber mal wunderbar aus hier. Kann ich mich da drin verstecken? Langsam anpirschen. Und rein da. Und ich habe mich versteckt. Naja. Wir langsam umdrehen hier. Gut. Ach, das ist ein alter Sternzerstörer hier. Jetzt wird es ein bisschen klarer hier. Absolut kaputt das Ding hier. Hat auch noch seinen Hangar unten.
Nee. Alles kaputt. Also gut. TIE Fighter fliegt. Und jetzt fliegen wir zurück zu unserem Mutterschiff und machen das gleiche mal mit dem X-Wing. Sieht schon sehr imposant aus, das Gerät. Wow. So, was machen wir jetzt? Können wir hier reinfliegen? So, ja. Okay. Einsetzen, also jetzt könnte man das Schiff nochmal ausrüsten. Aber das müssen wir jetzt nicht weitermachen. Wir gehen wieder zurück. So, wie kommen wir jetzt wieder zurück hier? Auswählen, schließen. Hier, Wechsel. Zur Neuen Republik. So. Okay, dann mal. Übung starten. Okay. Da wollen wir jetzt erstmal nicht hin. Hey, hatte fast vergessen, dass du auch da bist. So, Drehung macht er auch. Schauen wir uns erstmal an, wo wir herkommen sind. Alle Schrott hier. Da ist unser... Aha. Sieht auch gut aus. Ist ein bisschen kleiner als Todessterne, aber... Fliegen wir kurz mal durchs Schild. Hat auch was für sich. Ist ja schön aerodynamisch. So sieht also unser kleiner Kreuzer aus hier. Oh.
Oh, der Schatten, der war gut. Der war cool. Hier ist auch sehr viel Schrott. Hui! Hui, hui, hui. Bisschen aufpassen. Schrottplatz. Puh, oh, was war das jetzt? Nicht aufgepasst, Junge. So. Das war jetzt gerade der Reparaturmodus. Also gut gemacht, R2. Ich kann aber gut schießen. Was war das? Oh Gott, was hab ich gerade ab? Rakete? Oje, 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 das gibt Ärger. Okay. Ich fasse nichts mehr an. Nee, nee, nee. Vielleicht sollte man vorher das Handbuch lesen. Das sieht alles so geil aus. Oh ja, kann man da durchfliegen? Jung. Ja, ich habe keine Lust zu üben. Ich will einfach nur fliegen. So. Oh Gott. Was war das? Boost? Triebwerk? Nein, das waren die Schilde. Ah, Schilde vorne, Schilde hinten, Schilde überall. Okay. Was war das? Aha. Okay. So. Triebwerksenergie auf Maximum, jetzt geht der Booster an. Booster ist voll und auftreten. Jetzt geht's los hier. Booster aus. So, alles wieder. Alles wieder neutral. Waffensysteme voll aufgeladen. Triebwerkssysteme voll aufgeladen. Triebwerkssysteme bzw. Energiesystem neutral. Und das sind die Schilde hier. Volle Schilde. Aha. Und neutral. Dann haben wir ja sehr viel im Griff hier. Wir brauchen schon noch ein Handbuch. Probieren geht über studieren. Was ist das Schönes hier oben? So, wie war das? Abfeuern. Juhu! Treffe. Ein schönes Feuerwerk.
Hm. Haben aber nicht viel getan hier. Okay, gut. Dann wieder zurück zur Heimatbasis und fürs Erste war's das mal. Also macht wirklich Spaß, Laune. Man muss sich erstmal an die Steuerung ein bisschen gewöhnen, wenn man von der Flugzeugsteuerung wegkommt. Da ich das Rollen ja auf den Pedalen habe und nicht auf dem Stick und das Gieren bzw. das seitliche Driften habe ich hier drauf. So. Gut, hier hat es auch nochmal eine Support-Korvette, also so eine Sanitätseinheit. Und schon sind wir wieder repariert. Versorgungsbereich war das jetzt hier. Okidoki. Jetzt müssen wir nur noch mal mein Heimatkreuzer finden und dann habt ihr es überstanden. Beim nächsten Mal spielen wir mal die Story an. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Da bin ich zu Hause. Was piept hier? Jo, nur noch richtig rumdrehen, ne? So, schön war's. So. Ach, okay. Gut. Das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal fliegen wir die Mission. Und tschüss.